Jetzt pack doch mal das Handy weg. Haben Sie diesen Satz auch schon mal zu Ihren Kindern gesagt? Aber könnten das nicht auch genauso gut die Kinder zu ihren Eltern sagen? Der eigens aus Berlin eingeflogene Journalist und Autor Thomas Feibel hat ein Buch dazu geschrieben und hielt im Schwechater Rathaus einen Vortrag. Thomas Feibel betreibt das Büro für Kindermedien in Berlin, arbeitet als freier Journalist sowie für Radio und Fernsehen. Zum Thema Jugend und elektronische Medien hat er zahlreiche Bücher und Artikel verfasst. Sein neuestes mit dem Titel »Jetzt pack doch mal das Handy weg« hat er vergangene Woche bei einem Vortrag in Schwechat vorgestellt. Wir haben mit dem Autor gesprochen. Erstmal geht es darum, dass dieser Titel in zwei Richtungen funktioniert. Und es gibt sehr viele Eltern, die sich darüber aufregen, dass ihre Kinder ständig auf ihr Handy gucken. Aber es gibt mindestens genauso viele Kinder, die sich darüber aufregen, dass ihre Eltern ständig aufs Handy gucken. Und das gab es, glaube ich, noch nie. Wir hatten noch nie in der Geschichte der Medien, dass Eltern von ihren Kindern etwas verlangen, was sie selbst nicht können, nämlich widerstehen. Es klingt heraus, dass eben Kinder wie Eltern, also Kinder wie Erwachsene, sich an der Nase nehmen sollen. Wie kann man sein Verhalten optimieren, dass die Umwelt besser damit umgehen kann? Na, erstmal muss man, glaube ich, Verständnis dafür haben, weil das Smartphone gibt es noch nicht so lange und es ist einfach ein faszinierendes Gerät, das unglaublich viele Sachen kann. Und wenn man sich mal vor Augen führt, was es alles kann, was es alles in diesem kleinen Gerät da drin ist, dann ja, das ist auch dann schwer aus der Hand zu legen, auch für ein Erwachsenes. Und dann kommt noch dazu diese Vermischung von Beruf und Privat. Jetzt kann ich praktisch abends das auch noch beantworten. Also ich glaube, man muss einfach ein Bewusstsein dafür wieder empfinden, die Balance zu finden, wieder ein bisschen zurückrudern, ein paar Ruhepunkte finden, ein paar Momente festlegen in der Familie, wo ein Handy stört, zum Beispiel beim Essen. Ja? Mit Kindern vielleicht auch Dinge unternehmen, wo auch ein Handy stört, also zum Beispiel im Schwimmbad. Soll es nicht so positiv sein. Und eigentlich ist es so, dass das Smartphone in der Familie auch deswegen Krach schlägt oder deswegen Ärger gibt, weil es den Familienfrieden einfach stört. Und wenn man sich fragt, wie kriegt man eigentlich wieder diese Quality Time, wie es Neuenglisch oder Neudeutsch heißt, zurück. Und ich würde das übersetzen mit ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir müssen wieder Punkte finden in der Familie, Zeitpunkte finden, wo wir uns um die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, ohne dass einer irgendwie sein Gerät hat. Und wahrscheinlich ist das hier in Österreich ganz anders als in Deutschland. In Deutschland sitzt die Familie vor dem Sofa und alle gucken Fernsehen und jeder hat noch irgendwie ein Tablet oder ein Notebook, Smartphone in der Hand. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht so. Und da denke ich, da sollten wir einfach ein bisschen achtsamer sein. Was würden Sie sagen, wo ist die Grenze? Wo ist es dann wirklich zu viel? Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Sucht, weil Sucht heißt ja immer gleich krank und dann bin ich raus. Und ich glaube, dass es gibt ja ganz viele Kriterien für Sucht, also dass man sich zurückzieht, dass man nicht mehr im Leben teilnimmt, dass man morgens nicht aus dem Bett kommt, die Nacht zum Tag macht, wenn man das Kind anspricht, dass es einen anfaucht. Ich glaube, dass es diese Fälle von Sucht gibt, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr geringer Teil und dann braucht man auch medizinische Hilfe. Ich glaube aber, in den meisten Fällen ist eine sehr stark übertriebene Nutzung und dann ist es kein Suchtproblem, sondern ein Erziehungsproblem. Und dazu gehört nämlich, dass man einerseits Regeln aufstellt, was ja immer einfach ist als Eltern, aber dann muss man sich auch darum kümmern, dass die eingehalten werden. Und da setzt dann die Erziehung an und das macht keinen Spaß. Also das sind die Punkte, wo Erziehung gar keinen Spaß macht. Aber wenn wir da nicht erziehen, dann machen die Kinder, was sie wollen und das tut ihnen ja nicht gut. Es ist ja nicht so, dass sie dann auch damit dann glücklich sind. Die haben auch bei Laissez-faire nie das Gefühl, ich darf alles, sondern meine Eltern interessiert das eigentlich gar nicht richtig, was ich mache. Was sagt die Forschung? Gibt es schon Schäden oder was könnten die Probleme sein, wenn Kinder zu viel konsumieren? Wie wird sich das dann in 10, 20, 30 Jahren äußern? Gibt es da schon Prognosen? Ja. Also ich kann jetzt keine wissenschaftlichen Studien zitieren, aber ich schreibe ja auch Kinder- und Jugendbücher und mache sehr viele Lesungen und Workshops in Schulen und merke schon, dass die Aufmerksamkeitsspanne stark zurückgeht. Das merke ich allerdings auch bei Erwachsenen. Also ich denke einfach, diese kurzen Portionen, das hat gar nichts mit dem Smartphone zu tun, sondern auch mit diesen Internethäppchen, die führen dazu, und das geht ja vielen Erwachsenen auch so, dass es ihnen viel schwerer fällt, ein Buch zu lesen, seitdem man einfach gewohnt ist, man kann ja relativ schnell mal was nachlesen oder nachschlagen und so weiter. Und ich glaube, ich bin jetzt kein Kulturpessimist, ich denke nicht, die Welt geht unter, ich denke, das wird sich alles wieder irgendwann regulieren. Jetzt haben wir die Balance noch nicht gefunden, jetzt findet eine stark übertriebene Nutzung statt. Es wird auch wieder eine Gegenbewegung geben und ich denke, das ist der Weg und nicht dieses blinde Verbot nach dem Motto, dann haben wir auch kein Problem, denn dann verweigern wir ja praktisch dem Smartphone oder den neuen Medien den Status der Kulturtechnik und wer soll die denn bitte vermitteln?
Thomas Feibel, Jetzt pack doch mal das Handy weg, ist als Taschenbuch im Verlag Ullstein erschienen und ist um 9,90 € erhältlich.